Die trainieren weiter fleißig. Das ist auch gut. Das letzte Bett wird gebaut. Und ausgekleidet ist eigentlich auch schon fast alles. Hier fehlt halt noch der Turmalinboden. Und sie sind beide schon mal wenigstens Level 8. Zweite Luft wäre eigentlich als nächstes sehr wichtig. Und Laufschuhe vor allem. Und dann halt noch mehr Stein, dass wir wenigstens bis hierhin und diese Ebene hier mit Stein auskleiden könnten. Und wir haben das erste Plus erreicht. Sehr gut. Ich wünschte, ich könnte sehen, wie viel Lebenspunkte die Übungspuppen noch haben, bevor sie wieder kaputt gehen. Also ja, was ich auf jeden Fall jetzt bräuchte, wäre wieder Turmalin. Dass ich bald meinen zweiten Forscher rufen kann. Und ich muss ein bisschen warten, bis meine Beliebtheit bei der Gesamtzufriedenheit wieder hoch genug ist, dass er wenigstens nicht mehr so grimmig guckt. Ja, jetzt heißt es wirklich warten, bis die beiden wenigstens Level 9 geworden sind. Und wenn ich später noch einen Jungzwerg habe und der Level 5 oder so ist und ich den zum Militär gemacht habe, dann schicke ich ihn mal hier hoch, Wölfe töten. So, der hat Stufe 9 erreicht. Ihr könnt euch jetzt langsam da reinbuddeln. So, mit dem restlichen Eisen gibt es nämlich jetzt noch eine Kiste. Dann habe ich für eine Weile Ruhe, was die Lagerfläche angeht. Und hier kann ich den Rest mit Holz auskleiden. Oh, hallo, Ork. Ork hatte einen Raum voll mit Holz. Aber ein Ork ist nicht der Rede wert. Genau. Hey, wir haben schon zwei Plusse. Das heißt, ich rufe meinen letzten Jungzwerg. Sehr gut, dann kann der nämlich schon mal Level abkriegen. Während wir hier in den nächsten Raum reinbuddeln. Ach ja. Gut, wir haben nur den Weg nach unten gefunden. Das heißt, hier hätten wir längst reinbuddeln können. Und ich denke mal, ab hier sparen wir uns die Steintreppen und machen mit Leitern weiter. Hm, wir hätten genug Holz, um... Das war definitiv Kacke. So viel dazu, dass wir genug Holz haben. Weißt du was?
stelle gleich einen zweiten Forschungstisch auf, dass wir gleich zwei haben. Sword. Okay, ist das hier noch ein Ereignisraum? Das werden wir ja gleich sehen, weil hier steht nach unten graben. Aber hier ist noch ein Raum auf jeden Fall. Jo, Gobbus. Gobbus mit Gold. Wo ist mein zweiter Militär? Ach, der ist da. Und der Goblin, der tötet mal gerade meine... Nicht meinen Esstisch töten. Das war nicht so schön. Ja, alle sind beim Wegrennen. So, und jetzt habe ich genug Holz für einen Holzblock. Und ja, die Zufriedenheit... Ach so, weil gerade der Goblin hier rumrandaliert hat. Okay. So. Buddelt mal jetzt hier weiter. Ich spare mal auf zweite Luft jetzt den Punkt. Und hoffe, dass ich demnächst wieder Turmalin finde, dass ich den dann, wenn es soweit ist, zu einem... Forscher machen kann. So, ja. Ach so, weil wir nach oben Luft haben. Sehr gut. Und die konnten sich wieder nicht entscheiden, was sie ausgraben sollten. Die können auf jeden Fall jetzt nur nach unten buddeln. Also lasse ich sie jetzt erstmal nach unten buddeln. So, Block ist gesetzt. Jetzt warten wir nochmal auf Holz. An der Stelle kann man keine Karotten platzieren. Nein, schade. Und wir haben genug Holz für noch ein Bett. So, da haben wir wenigstens fünf Betten und die damit zusammenhängende Zufriedenheit. Hä? Was war jetzt los? Haben sich die Wölfe hier reingeportet oder was? Das wäre auch gut möglich gewesen, dass sich die Wölfe da reingeportet haben. Hier ist nichts. Das wollte ich eh ignorieren. So. Genau, esst mal, schlaft eine Runde drüber. Und ihr grabt hier bitte weiter aus. Dann kommen wir nämlich zu den Räumen hier. Also ja, es ist ziemlich linear, man, in der Mission. Das wurde ja auch schon angemerkt. Oh, wir könnten hier oben noch verkleiden. Fällt mir gerade so auf.
Ja. Wobei, nee, ich will das Marmor aufbewahren für den Boden hier. Ignorieren wir mal das Oberlicht hier an der Stelle. Ich hätte eigentlich lieber gerne endlich mal Stein. Und hey, wir sind schon mal tief genug. Um weitere Richtungen freizuschalten. Wir müssen allerdings... Nein, nicht das hier platzieren. Kein Bett, nein. Aus. Die Zeit kann übrigens weiterlaufen, während die beschäftigt sind. Wir können uns in der Richtung hier mal umschauen. Was es hier so alles gibt. Das hier ist zwar kein Bedrock, aber... Ja. Ich habe vergessen, was ich gerade sagen wollte. Kleidet hier mal ein bisschen mehr mit Stein aus. Als nächstes kümmere ich mich um die drei Blöcke hier, sobald ich genug Holz... Obwohl, nee, um die beiden Blöcke hier. Dass ich das Schlafzimmer vollenden kann. Ich könnte meine Lagerkapazität noch mit so einem Holzschrank hier verbessern und auch meine Zufriedenheit. Was ich aber wahrscheinlich eher machen sollte mit dem Holz, das wir jetzt haben zurzeit. Noch mehr Wandgemälde aufhängen. Bis jetzt habe ich ja gerade mal eins. Hängen wir hier so zwei große Gemälde links und rechts hin. Und der Wandteppich sieht auch schön aus. Den hängen wir dahin. Und damit unsere Wissenschaftler auch was haben, auf das sie gucken können. Während sie arbeiten, hängen wir hier noch zwei Wandgemälde hin. So. Das dürfte uns jetzt ordentlich Zufriedenheit einbringen. Aber hier können wir auch noch breiter graben. Dann graben wir erstmal hier frei und gucken mal, wohin uns das führt. Weil weiter unten scheint es nur weiter zu gehen. So, mein zweiter Bergarbeiter ist unterwegs. Mein Forscher ist fleißig. Bei dir warten wir noch eine Stufe, bis du auf 5 bist. Dann machen wir auch aus dir einen Forscher. Und hier ist überhaupt nichts. Yay. Das ist einfach nur ein größerer Auffangraum, wie es mir scheint. Ja, noch 2 Punkte, bis wir schnellere Schuhe haben. Das wäre eigentlich auch nicht unwichtig. Zweite Luft finde ich allerdings gerade etwas wichtiger. Und ja, mit meinem Gold bin ich zurzeit auch sparsam, weil wir einfach gerade kein neues finden. So, dann können die mal hier weiter buddeln. Jo. Und Gold. Gold ist immer gut. Da wäre übrigens wahrscheinlich dann der Weg weiter. Oder in eine neue Geheimkammer. Das werden wir ja dann sehen, wenn es soweit ist. Und ich mach mal hier weg. So, dass sie hier die Leitern frei buddeln, dass sie wieder nach oben kommen, nämlich. Noch geht's zwar mit ihren Werten.
So, sobald du hier buddelst. Eine neue Leiter. Und gleich wieder eine neue Leiter.